Kennt ihr schon das Format? Showdown schnacken, wenn nicht, dann ist es das von Gleber und Trottels. Hey Menschen, ich melde mich zurück zu Showdown schnacken. Heute mit Sasuke TV. Ich bin das kleine Geweiher da auf dem Käse mit der Schweizer Fahne und ja, hallo. Also da muss ich mir schon sagen, ich habe mich da wirklich selbst ja, das war von Originalität übertroffen. Und Sasuke war auch richtig erstaunt von dem Intro. Also ja. Er kannte das Format nicht, weil er jetzt auch wahrscheinlich etwas zu viel zu tun hat. Das verstehe ich natürlich, sonst hätte er natürlich alle meine Videos geschaut. Ich kenne ihn ja. Ist ja ein großer Gleber-Fan, wie jeder eigentlich. Mein Senpai. Und ich habe mich gefreut, dass Sasuke es doch geschafft hat. Er hat jetzt auch ein bisschen Zeitdruck, wie ich das jetzt mitbekommen habe. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht so lange Kämpfe kriegen, aber bei dem Tier, was wir heute spielen, wo ich auch mich auch schon richtig gefreut habe, sollte es eigentlich gar nicht so zeitaufwendig sein. Und Sasuke hat gerade sein Team bekommen und wir werden jetzt mal drauf eingehen. Boah. Ja, ich sehe es gerade. Nice. Nice. Oh man, also, ich habe ein Team im Little Cup gebaut und Little Cup ist so ein schönes Tier. Es ist jetzt, ich weiß nicht, wie ich es einschätzen soll. Es ist tatsächlich ein Balanced-Tier, wobei es halt auch ziemlich auf World, so wie Sasuke mir auch schon vor der Aufnahme gesagt hat, basiert. Da muss ich auch schon zustimmen. Aber es kann halt, man kann alles spielen. Man kann Stall tatsächlich spielen, was ich jetzt mal nicht hoffe, dass wir das facen. Und man kann auch Hyper Offense oder Balance spielen. Und ich habe mich für Hyper Offense entschieden, einfach weil das im LC vor allem auch richtig gut funktioniert. Erstmal mit Sticky Web Support. Fast jedes Pokémon ist grounded. Das hat mir auch Bene verraten. Der kennt sich sowieso in jedem Tier aus und deswegen. Ist auf jeden Fall ziemlich nice, dass ich dann hier mit Surskit einen Sticky Web-Leger habe. Und des Weiteren sind halt die Bulk-Werte auch nicht so krass. Und deswegen ist es jetzt Stall, ich würde jetzt nicht sagen ineffektiv, warte mal, ineffektiv, ich weiß nicht, ob das ein Wort ist. Ineffektiv, glaube ich. Aber man kann hier schon mit so Wallbreakern wie Magnetilo, einfach mit einem Choice Specs Analytic, kann man wirklich ihr Teams zerstören. Also darum habe ich jetzt auch mein Team also aufgebaut, einen Stallbreaker und dann ein paar andere krasse Pokémon. Halt ganz viel Evoliten-Zeug. Ja, Evolit, also das wird wirklich Evolit gespammt. Also ich habe hier auch ein bisschen Bulky-Offense reingepackt. Also es ist jetzt nicht Hyper-Offense, weil es gibt auch keine Stealth-Rocks oder Spikes oder so. Einfach nur Sneaky Web Bulky Offense so ein bisschen. Und es ist wirklich ein Tier, was ein Team, was auch Spaß macht zu spielen, also, wie eigentlich jedes Tier in meiner Teams, wie ich auch schon so gesagt habe. Und ja, werde ich mal jetzt kurz drauf eingehen. Also ich weiß nicht, ob du vielleicht die ersten drei und ich die anderen drei, so könnten wir das natürlich machen. Ja, easy. Also ich muss auch sagen, wir machen es so, du sagst die Pokémon an und du nennst mal die Sets, kannst ja mal Vermutungen anstellen, was die alles so im Tier reißen sollen und ich werde dann einfach mal meinen Senf dazu geben, weil ich habe ja jetzt schon mich ein bisschen damit eingespielt, also kannst du mal machen, mach mal. Ja, easy. Also ich muss noch sagen, dass ich auch null Ahnung vom LC habe. Ich habe zwei Matches oder so gemacht und ja, deshalb werde ich jetzt diese Sets voll ansagen, damit du sie dann analysieren darfst. Jo. Ja, als erstes haben wir natürlich das beste Pokémon auf der Welt. Oh ja. Surskit mit Focus Gurt. Okay, ja, go. Ja, wenn du Focus Sash einfach kriegst, du ein Sticky Web raus und dann knallt halt noch einen Angriff aber, raus. Aber warte kurz. Du möchtest Surskit nicht nur als Sash-Lead missbrauchen, oder? Naja, tatsächlich ist es sehr oft auch so, dass ich es dann wieder auswechsel, weil meistens hat halt der Gegner einen Spinner oder einen Defrogger, da gibt es halt reichlich von im AC. Und deswegen werde ich das jetzt nicht immer als Suicide Lead benutzen. Also tatsächlich kriegt Surskit auch oft mal Kills, weil es einfach ein relativ gute Attacken hat mit Hydro Pump und Aqua Jet. Haut es richtig rein, also ich weiß nicht, ob Aqua Jet gespielt wird. Ich habe letztens auch mal so ein Surskit gefaced. Das hat dann Giga Drain. Aber ich finde das eher unpassend, weil ich habe jetzt mal im SC so geguckt, ich habe auch nach sehr vielen Water-Types geschaut, aber es gibt halt jetzt neben Lampi und, weiß nicht, Mushas, jetzt auch nicht so gute Water-Types, die ich jetzt persönlich empfehlen würde. Es gibt vielleicht noch Corphish, ich glaube, das wird auch noch ganz gut gespielt und sonst finde ich Giga Drain hier eigentlich gar nicht so schlau. Deswegen finde ich Hydro Pump, Ice Beam, eine Coverage, die eigentlich nur von Water-Types gewallt wird, relativ gut.
Ja, ich hätte schon fast ein Rain-Team erwartet. Nee, Rain. Ich habe es tatsächlich überlegt, aber da habe ich gesehen, Alter, Stickyweb ist so gut im SC, deswegen mach ich das. Also, ja, Hauptsache Sersky kriegt heute einen Kill, weil ansonsten müssen wir die Aufnahme nochmal neu machen. Richtig, richtig. Also, oder wir machen einfach so ein 3-Stunden-Video, bis Sersky einen Kill hat. Also tatsächlich habe ich natürlich so ein bisschen Probleme dann gegen fliegende Pokémon. Wobei halt nur gegen eins und zwar gegen, wie heißt denn das, die Vorentwicklung von Darktiefness? Ja, genau. Gegen dieses Pokémon habe ich ein Problem. Aber da muss ich halt aufpassen, dass ich Magnemite ziemlich weit oben halte. Entschuldigung, musst du gerade aufstoßen. Von den KP her. Genauso wie Sheldon, weil ich meine Sheldon. Weil es, ja, es ist ein ziemlich bulky, okay. Machen wir erstmal weiter mit dem. Okay, also sonst werden wir nie fertig. Dann haben wir Magnemite mit dem Choice Specs. Wallbreaker. Ja, dann werde ich hier mal drauf eingehen. Einfach T-Bolt, Volt Switch, Flash Cannon, 2 Step und wie heißt denn der Fachbegriff dafür, wenn man Volt Switch oder U-Turn benutzt? Switch Advantage Ranbringer, so. Oder HP Grass für Lumpy. Lumpy wird gespammt, Lumpy wird davon zerstört. Das weiß ich sogar auch. Mhm. Ja, Lumpy, Choice Scarf. Es kann wirklich alles sein, wirklich. Es ist krass. Gut, Full OP. Ja, Full OP würde ich nicht sagen, aber es ist halt ein richtig gutes Pokémon, was auch in viele Teams passt, finde ich. Gut. Dann Yellen Timber. Yellen Timber. Das ist ein guter Name, ne? voll geil. Ich denke mal, das Teil macht dasselbe wie seine Vorentwicklungen, seine Weiterentwicklungen. Ja, außer halt, dass es Bulkup hat. Also es kann das machen, was Girder kann, aber jetzt nicht, was Conkeldurr kann, ne? Ja. Aber es ist einfach ein gutes Pokémon, vor allem auch im Sticky-Web-Support ist... Ja, ich habe auch überlegt, ob ich auf 13 Speed hochgehe, dann kann ich auch Pokémon wie Speed 18 Hot Speed. die Werte bei Little Cup sind so traurig. so, ja, ich muss jetzt das Speed creepen auf 11 Speed, anstatt 10. ja, so ist das eigentlich, aber ich weiß nicht, ich finde das lustig. Man könnte die 76 Def runternehmen, aber ich finde die 76 Def eigentlich ganz nice, deswegen... Lass ich dir doch auch. ja, geil. Und hier auch wieder gute Priority-Möglichkeit in Offense ist immer sehr gut. Und ja. Nächste Pokémon. Nice. Cotton Steve. möchtest du da vielleicht einen bestimmten anderen YouTuber? Ich spiele auf den lieben Steve Super Funtime an, weil er letztens eine Competitive Corner-Analyse eingeschaut hat. Könnt ihr euch mal anschauen? Ich werde das bestimmt verlinken. Mit meinen beinahe 800 Abonnenten werde ich da sicher guten Support leisten. ja, ja. Steve wird das dann auch voll promoten. ja, voll. Er hat halt Whimsicott sehr gut geredet, underused und ja, ist auch ein ziemlich gutes Pokémon. Und ja, mir ist auch kein anderer Name tatsächlich eingefallen für Cotney. Ich hätte da auch irgendwie was mit einer Anspielung an Razor machen können, aber es war dann irgendwie zu obvious. nice. Jo. Ja, das ist ein Evoliten nervendes Pokémon, also Encore für Setup Sweeper. Ich weiß nicht, wie viel es davon gibt, aber es. aber ich habe gedacht, ja, kann man mal machen. Ich habe Sub-Leaf-Seed ziemlich oft gesehen im AC, also wenn ich es mal gespielt habe, wurde ich immer irgendwie davon zerstört. Knockoff, weil Knockoff der beste Move im AC ist. Und ja, ich habe es eher physisch-defensiv gemacht. Ich glaube, wegen Fighting-Types irgendwas war da. Ich bin mir aber gar nicht mehr sicher, weswegen genau. Ground-Types? Ja, Ground-Types waren es, genau. Ground-Types hauptsächlich, also so Pokémon wie Dwilber, damit ich da gut rein-switchen kann. Und ja, gibt es eigentlich keinen weiteren Grund. Und halt auch physische Water-Types, wie heißt das, Corphish, habe ich auch schon mal erwähnt. Und yo, die Spedef, die habe ich nochmal genommen wegen Lumpy, weil Lumpy immer noch ein Fred ist. und Speed 80, also 80 Speed ist dann hier wieder, der sieht hier ist 14, damit du auch ein Abra ziehen kannst, welches halt 19 Speed hat. Und da der Rest halt Bulk und da passt das. Ja, easy. Jo. und dann Nestle mit dem Sucker Punch, das passt irgendwie. Mhm. Das ist ein Gengar nur im SC. ja, also, irgendwie schon. Aber ja, ich weiß nicht, ob Taunt überhaupt irgendwas bringt im Little Cup. Ich habe es eine Zeit lang gespielt, es hat einmal, glaube ich, was gebracht. Aber ich wüsste auch nicht, was ich sonst spielen könnte. Also mit Shadow Ball. Kann es Donnerblitz und so nicht lernen? Ja, Donnerblitz könnte man tatsächlich spielen, was eigentlich auch gar nicht so doof wäre. Aber ich weiß nicht. Ja, ich bin mir echt nicht sicher. Einfach weil Sludge Bomb und Shadow Ball, du triffst damit einfach alles und... Ja. Deswegen habe ich gedacht, Taunt, um irgendwas zu crippeln, why not? Ne? Und ja. Ja, okay. Eigentlich ist da Standard Split, Max Speed, Fast Max. Oder ist es Max Speed? Ist das die Möglichkeit? Ist nicht Nein, Max Speed? Ist nicht Max Speed. Ist Max Speed, sorry.
Und ja, Max Special Attack fast. Und ein bisschen Attack und ein bisschen Bulk. Ja, ein bisschen von allem. Ja, boah. Ja gut, also im Bulk, der habe ich dann nur genommen, weil es halt dort noch reingepasst hat. Ja, übrig war. Genau. Und das letzte Pokémon, das ist eigentlich mein Ponita-Check. AKA mein Fletchener-Check. Das Shader und mit Rapid Spin einfach ein ziemlich guter Support, damit ich auch, falls ich mal hier Starfox sehe und Surskit noch den Sash behalten will, kann ich das noch schnell spinnen. Also Shader als Spinner ist ziemlich gut, finde ich. Einfach als Mono-Water-Type und mit den Moves, die es kriegen kann, ist richtig gut. Ein Bulky-Attacker kann man echt nicht sagen. Warte mal, ich glaube, ich werde mal ein bisschen mehr Speed hier geben, ganz ehrlich. Ach, das geht gar nicht? What the shit? Okay, 160 drauf geht gar nichts mehr. Ja. So. Ach, keine Ahnung. Ich hab doch keine Ahnung, aber gut. Ja, das war's zum Team. Wir kennen uns wirklich gar nicht gut im LC aus, aber ich finde, das ist ein toller Tier, der einfach mal spielen kann. Und ich werde den ersten Kampf suchen, Sasuke den zweiten. Diesmal auf einem Alt. Achso, ich muss auch spielen? Ja, klar. Stimmt, hab ich Alter, gar nicht nein. Ja, gut, aber dann spiele ich einfach nur so, dass Sasuke am Schluss sweepen kann. Natürlich, wenn das funktioniert, dann let's go. Okay, ich will den ersten Kampf suchen und mal sehen. Wir sind hier noch nicht geladdert, einfach weil der letztens ein Ladder-Reset war. Und ja, und mein Gegner bringt Porygon-Dingens. Porygon halt. Porygon ist eklig. Ich mag Porygon, ganz ehrlich. Darf man Shadowtech spielen im LC? Ich weiß es nicht. Ist noch nicht gebannt. Ich weiß es wirklich nicht. Kann man Shadowtech spielen? Warte, gibt's hier. Ja, ich weiß einfach gar nichts, was kann. Ach du Scheiße, wenn er Shadow Tech kann, ne? Dann ist er Timber und Nasty einfach ja. tot. Ja. Naja, wobei. Wobei Nasty wird's doch eh. Ja. Oder nicht? Also erstmal Nasty wird's killen, wahrscheinlich. Ja. Und Yellen wird es einen Hit tanken, also passt das schon. Ich werde einfach mit Surskit leaden. Surskit ist der Every Time der Lead, weil du eigentlich fast immer einen Kill bekommst. Und ich sehe jetzt auch nicht so viel Priority, außer. Wobei, doch, ich sehe viel Priority. Ja, Timber. Timber, die Katze. Ich denke mal Taylor auch, ja. Okay, dann ich glaube, ich werde ja auch ein bisschen schneiden, damit hier das schön schnell geht, weil der braucht ganz schön lange. Ich möchte jetzt mal einen Timer starten. Ein bisschen unter Druck setzen hier. Mhm. Und ich sehe schon, Magnemite, ne? Magnemite ja, zerstört. Das wird lustig. Also, und das ganze Team sieht man auch schon wieder. Nur ein Pokémon ist in der Luft, also Sticky Web ist mega gut. Sticky Web. Tatsächlich habe ich im LC gemerkt, man braucht fast gar nicht. Wie heißt das? Staffox. Und ja, wofür eigentlich auch? Weil man kriegt, glaube ich, 13% anstatt 25%, wenn es mal halt sehr effektiv ist, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Yeah. Ich denke mal, jetzt kommt ein Fake-Out. Spielt man ich sollte nicht fragen, spielt man das, weil ich das eh bei jedem Pokémon sagen will. Also er könnte ja auch für Taunt gehen, aber ich glaube nicht, dass man Taunt so oft sieht im LC. Eben, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, was er machen will. Also, wir speedteilen. Also ich würde sagen, erstmal rauswechseln, damit wir ganz sicher nicht den Sash verlieren. Mhm. Also ich bin mir auch gar nicht sicher, wofür wir Yellen als... Wir könnten Yellen für Dwebble brauchen, falls er so ein Shell-Smash raushaut. Aber was machst du gegen Porygon? Wir gehen in Yellen. Das passt schon. Fake out. Oh mein Gott. Alter, du bist so ein King. Ey, ich weiß. Ey, ne? Unglaublich. Die Plays, first turn. Okay. Einfach Drain Punch, ne? Wo ist der Switch hin? Oder Bulka? Ja, nee, ich kann sagen. Nein, ja, kein Switch hin. Ich hab keine Lust auf. Wobei man Knockoff auch immer drücken kann. Auch wahr. Weil es fucking LC ist. Und der wird auswechseln, also Knockoff hier. T-Wave? Alter! Alter, Guard boosted! Okay, ist kein Tool, schade. Schade. Aber trotzdem werde ich jetzt Drain Punch machen. Aber wenn er jetzt auf Gothic da geht. Oh. Und wir kriegen jetzt aus. Okay, Knockoff ist echt OP. Ich will einfach so ein Full Knockoff-Team spielen. Als ich mal das erste Mal ein gutes LC-Team gespielt habe, da hatte auch fast jedes Pokémon erstens 4 von 6 hatten Eviolite und ich glaube auch 3 oder so hatten. Knockoff, das war schon krass. Ich will erstmal gucken, ob wir auswechseln können. Denn wenn das so ist. Ich glaube nicht. Ich probier's aus. Geht nicht. Ja. Ich überlebe das. Lächerlich. Alter. Der Specs. Geist. Aber ich gehe jetzt ins Surskit. Weil dann kriegen wir den Sticky Fab. Wir können gucken, ob. Aber dann ist Surskit getrappt und dann sicher tot. Wir kriegen noch Damage drauf, keine Sorge. Aber ich will nicht, dass das gestirbt. wenn wir das Taylor besiegen und
den Eevee-Light von Porygon 2 abhauen und von Timber und ich von... Ich hab nur gedacht auf meinen Cotton Steve. Mann. Oh, okay, es kann noch leben. Download. Es kann noch leben. Nice, oh mein Gott. So, jetzt müssen wir hier die Condition für Surfskit erstellen, damit er suchen kann. Wir können einfach auf Magnemite gehen. Ja. Ja, wenn er selbst T-Wave, also so. Nichts, Alter, nichts. Bah! Hat. Ah! Alter, der Damage, du. Oh. Aber du bist ja nicht Eevee-Light, stimmt. Man, must be nice. Aber gut, wir werden jetzt erstmal leckeren Schaden mit Choice Specs. Ja, ist ja er kein Switch-In. Richtig. Und wenn er halt jetzt mit seinem Porygon denkt, er könnte drin bleiben, dann ist dem halt so. Da müssen wir halt auf irgendein Pokémon. Aber ist Analytic plus Sticky Web nicht irgendwie sinnlos? Nee, ist, Analytic funktioniert ja, wenn er auch wechselt, ne? Also ich. Ja, aber sie wechseln ja nicht immer. Aber du, ja, stimmt, du hast ja kein Eevee-Light, das heißt, du denkst nicht so viel. Mm. Okay. Boah, Alter, das war ein Roll. Berry Juice. Berry-Juice! Roll. Alle Spiele, ich habe auch mal so Videos geschaut, halt von Pokémon und so, und dort haben auch alle Berry-Juice gespielt. Das ist halt 20 KP oder Drecksack. So, nicht? Oder 50? Ja. Was ein Drecksack. Wir gehen jetzt einfach mal hier auf Cotton Steve. Shadow Ball. Easiest Tank of my career, ganz ehrlich. Alter, 4 Attacks, Porygon. Was ein Drecksack. Knock off, go! Das ist schon genug auf, du Drecksau. Ist es? Ja, es hat Berry-Juice eingesetzt. Leech-Seed. Ah ja, stimmt. Leckerer Leech-Seed. Ja, aber eben Knockoff, easy. Hättest jetzt. Oh, ich mach jetzt einfach. Ich mach jetzt einfach Substitute till the end. Bis es stirbt. Ja, das ist der Plan. Dann gewinnen wir. Einfach mit Magnemite immer noch. Bei 50%. Brave Bird. 10%, leckerer Recoil. Ja, langsam wird's aber was. Sicher. Plus Burn. Easy. Und kannst du mir mal verraten, warum Sticky Web bei diesem Pokémon nicht funktioniert? Ich meine, es ist eindeutig auf dem Boden. Es ist voll so sinnlos, dass zum Beispiel ja eben so Pokémon wie Porenta dürfen ja nicht an Flugkämpfen teilnehmen. Aber von Sticky Web werden sie trotzdem nicht getroffen. Das ist dumm. Das ist einfach dumm. Guck mal hier, was ich für Plays mache. Alter, die Plays. Ich bin so gut in dem Spiel, sorry. Und jetzt Nasty, let's go. Hast du das sicher? Gesehen? Hast du das gesehen? Oh mein Gott. Ja. Oh mein Gott, bist du ein Gott. Oh Mann, wir sind so scheiße. Aber gut. Jetzt sag er Punchline. Bam. Bleibt drin. Easy. Okay. Ja gut, jetzt würde ich sagen, hat Surfskit hier easy. Ja, easy würde ich schon sagen, ja. Ja, hättest du Ampelleuchte drauf, dann easy win. Was? Warum soll ich das, die Ampelleuchte spielen? Für das Gotto... Wie heißt das Teil? Gothita. Gothita. Klingt ja wie Conchita. Gothita. Oder Italienisch? Ich weiß nicht. Nee. Ich glaube, das ist Espanol. Sí, señor. Alles klar. Gothita. Alter. Wir können jetzt einfach... Ich werde das doch kurz kalken. Dann sehen wir uns gleich wieder. Also, du kannst eh nicht rauswechseln. Doch, okay. Oh. Ja gut, das hätte ich nochmal für, easy roll. Warum sagst du das nicht? Ja, ich hab's ja gesagt. Ich hab gesagt, das ist ein Roll und ich hab gesagt, du kannst nicht auswechseln, was willst du groß machen? Ja gut. Mein Gott. Easiest win of my life, oder? Ja. Leslie geht durch. Das war easy, oder? Das Pokémon hatte Berry Juice, stimmt. Mhm. Stimmt. Oh, gib mir that Juice. Juice. Oh Mann, ich hab zu viel Blunder geguckt, der sagt das auch nicht. Und ich sag dir eins, Surfskit wird heute noch einen Kill bekommen. Ich hoffe es. Ich verspreche es. Ich möchte, dass du das Swabble bei 1 HP leben lässt, damit Surfskit das Aqua checken darf. Ich werde alles dafür tun, dass das funktioniert. Ich bleib jetzt einfach drin, oder? Oder? Ja, hast keinen großen Switch-In. Weil Surfskit wird nicht reingeswitcht. Das stimmt. Also... Ja, also eigentlich können wir jetzt drin bleiben und Slashform klicken. Ja. Warum ist der so bulky? Goddammit. Er hat nicht mal Eevee Light. Alter, Surfskit? Ja, easy. Oder Magnemite. Ist besser. Hat das Timber schon Schaden? Nein. Nö, deswegen ja. Deswegen möchte ich, falls. Also jetzt das Timber anschwächen und dann go. Genau. Und ich möchte halt nicht, dass Surfskit jetzt schon den Sash verliert. Yo. Jetzt können wir einfach in Sheldon gehen, Alter. Ja. Und der wird jetzt in Timber gehen. Dann habe ich Hydro Pump? Ich war doch, glaube ich, Mixed, oder?
Ich war so ein lustiges Mixed-Set. Ja, weil... Sheldon? Eigentlich spielt man gar nicht Mixed. Keine Ahnung warum, aber ich finde eigentlich... Aber das Teil hat doch null Spezialangriff. Hat es echt? Warte mal. Keine Ahnung, ich dachte eigentlich, weil... 11 und 16. Ja, 11 sagt mir extrem viel. Walk Blast, der weiß es einfach nicht. Der weiß wie, es einfach wieso nicht. Wieso geht der Dwebble? Ja, Berry Juice. Berry Juice. Okay, okay, jetzt wird spannend. Okay, ich habe massenhaft Priority, also passt das. Und ich lebe das so, dass... Surskit! Der erwartet eh nie den Aqua-Chat auf Surskit. Soll ich jetzt einfach ein Pokémon zacken und dann Surskit? Ja, ne? Die Frage ist dann, ob er dann einfach nicht Timber geht. Wobei, was will sein Dwebble danach noch machen? Also ich sag, wir stacken Magnemite, weil er Magpunch auf Timber hat. Stimmt. Wobei, ich bin sogar, glaube ich, schneller. Guck mal. Warte, schau zu. Bist du bereit? Schau zu. Sheldon als Krabby Cook. Krabby Cook. Shaman TV. Da ist ein Faker. Alter, geh raus. Ich weiß nicht, ob ich auf Magnemite gehen soll. Ich bin jetzt sehr unschlüssig. Nee, ich geh auf Magnemite, ich sack es. Dann geh auf Surskit, damit wir einen Kill bekommen. Easy. Easy life, geil. Easy cruise. Und ja, das wird easy. Das wird ein easy life. Haben wir denn schon einen Plan, wie viele Kämpfe wir machen? Oder ja, machen wir einfach so 40 nur, Minuten? Ich mache immer nur zwei Kämpfe pro Aufnahme, dann... Ach so. Ja, das sollte eigentlich nie immer so eine überlange Session immer werden. Also, ja. Ja, ich dachte jetzt, wir wollen hier ladern. Top 500 hast du doch gesagt. Wir müssen aber drei Kämpfe kriegen. Oder halt gegen einen, der mega high ladder ist. Boah, Skill. X-Saison. So, let's go, Surskit. Crazy. Crazy. Aquafab. Los. Also, was hätten wir jetzt gemacht ohne Surskit? Ist echt so. Surskit ist einfach der Lebensretter. Bam. Ja, wir wären jetzt gestorben. Alles tot. Echt so, ne? Wobei, ja, Sheldon hätten Hit gelebt, aber trotzdem. Es geht hier darum, dass... Das ja, wir hätten dann den Rock Blast oder die Hydro Pump gemisst. Also, ja. Achso, natürlich. Easy, easy, Surskit win. Gut zu wissen. Hallo? Alter! Fake! Drecksack. Okay, machen wir Aqua-Tech. Fake! Der ist Life Orb! Vorm Spiel der Life Orb! Der ist so bad. Aqua-Jet. Wow. Süßer Damage. Und der ist auf Kotten. Nein, du hast Surskit getötet. Mann, hätte ich Hydro Pump getroffen, hätte mir easy gewonnen. Eben. Aber? Smoke weed every day.